Es geht um sehr viel Geld, nämlich um 90 Millionen Euro bei der Euro-Jackpot-Ziehung. Wir haben heute der 21.05.2018. Es ist ein Montag, ein Feiertag und in einigen Tagen können die Spieler um 90 Millionen Euro kämpfen. Die Frage ist natürlich, wer der echte Gewinner am Ende ist. Natürlich die Gesellschaften, natürlich die 18 Länder. Sie haben sich mit diesen 90 Millionen schön die Zinsen eingesteckt, mit unseren Einsätzen schöne Gewinne erwirtschaftet, aber darüber wird natürlich nicht berichtet. Warum? Der Spieler soll ja dumm gehalten werden. Es geht ja immer um irgendwelche Zahlen und quasi versucht man, die Spieler anzulocken. Wir haben die Ziehung am Freitag, der 18.05. und das ist jetzt die letzte Stufe vor der 90 Millionen Euro Pot und ich möchte Ihnen erklären, wie die Gesellschaft bzw. wie Euro-Jackpot die 18 Länder uns Spieler bescheißen. Der Spieleinsatz liegt bei 59,5 Millionen Euro, also es ist verdammt hoch. Und wenn man sich natürlich die Gewinnauszahlung anschaut, würde man denken, ja, es ist doch gar nicht so schlecht ausbezahlt, sieht eigentlich ganz gut aus. Aber wir müssen uns das Ganze mal ein bisschen besser rasterisieren, auseinandernehmen und dann sieht man, wie beschissen und wie korrupt dieser Verein eigentlich funktioniert. 5 richtige plus 1 Euro Zahl, was sehr schwer zu treffen ist, wenn man jetzt sagen würde, okay, 632.000 Euro ist ja nicht wenig, aber wenn man sich das Ganze mal anschauen würde, bei der Spieleinsatz von 59,5 Millionen Euro, das ist verdammt hoch, gibt es nur 2,5 Millionen. Also das ist nichts, das ist ein Peanuts, das ist lächerlich. Wenn man sich die unterste Gewinnklassen anschaut, also das ist wirklich absoluter Hammer, 800.000, 200.000, 200, 200, 178.000, das ist sowas von lächerlich, die Gewinnklasse 7 hier, 3 richtige mit 2 Euro Zahlen. Dann geht es hier weiter, die letzten 3 Klassen, wo am wenigsten ausgeschüttet wird, also 8 Euro, 8,20 Euro, 15,30 Euro, hier wurde etwas mehr ausgeschüttet, das Ganze summiert sind wir bei 50,4 Millionen Euro. Bei der Ziehung hatten wir 78 Millionen Euro im Pott. Der Differenz zum 90 Millionen wäre zumindest hier 12 Millionen. Das Ganze summiert sind wir bei 47,4 Millionen Euro. Und wir wissen, bei Eurojackpot ist es halt so, dass der Einsatz immer durch 2 geteilt wird. 50% geht an Spieler, 50% an die Gesellschaften. Wenn man natürlich den Einsatz inklusive Pott mal 2 nehmen würde, kommen wir auf 54,8 Millionen Euro, also ich verstehe das nicht, 54,8, 59,5, also hier ist eine große Differenz zumindest von locker 5 Millionen Euro. Ich habe das jetzt nicht mehr ausgerechnet, aber ich meine, jeder normalsterbliche Laie versteht das, 54,8 Millionen, 59,5 Millionen, also hier sind 5 Millionen Euro einfach mal verschwunden. Ob sie in diese Euro-Jackpot-Booster jetzt gelandet sind, weiß ich nicht, interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Was mich hier persönlich interessiert, ist, dass das Ganze mathematisch hier einfach von vorne bis hinten nicht stimmt. 5 Millionen Euro geklaut, die Gewinnauszahlungen sind absolut beschissen. Hier sieht das, wie gesagt, gut aus. Hier sieht das richtig mager und schwach aus. Und natürlich, wie gesagt, bei 90 Millionen Euro wird jetzt der Spieleinsatz noch weiter steigen, weil man versucht, die Spieler anzulocken. Ich kann jeden abraten, das Spiel zu spielen. Es geht einfach darum, es gab doppelte Ziehung, Polizeieinsatz, Ziehungen werden gelöscht, es gibt keine Live-Ziehung, mein Gott, jeder normale Depp muss sich doch fragen, warum gibt es bei Euro-Jackpot nach neuester Stand der Technik keine Live-Ziehung, ja? Und ja, gut, okay, jeder muss ja selber wissen, wie gesagt, ich spiele das Spiel nicht, für 2 Euro pro Linie kaufe ich mir lieber etwas schöner zum Essen, anstatt diese korrupten Vereine das Geld zu verschenken. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie haben endlich verstanden, was hier los ist und bis zum nächsten Video.